Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir mit FIFA Mobile. Ich will euch was sagen. Wenn ihr mir so ein paar nicht schöne Kommentare schreibt, dann ist es mir egal. Nur zur Info. Und hier das täglich Set. Täglich. Spielerset. Hat nichts gebracht. Was ist mit dem? Ich glaube, ich hole mir hier Serge Gnabry. Ich wollte mir bei meinem anderen FIFA Serge Gnabry holen. Ich habe den jetzt wieder verkauft, weil er mir nichts bringt. Das ist mein Team. Mit Mack im Sturm. Mack im Sturm. Geht eigentlich, Leute? Geht eigentlich. Hey, da war drin! Als ob. Alles klar. Der ist drin, 1:0, der war gut geschossen. Mac. Oder wie der heißt. Mac. Kopfball, aber nicht drin. Oh, das war eine gute Flanke. Ramba Zamba im Fußball. Peits. Machado. McLean oder wie er heißt. Er macht ihn. Oh. Bitter für den Torhüter. Vier zu. Fragezeichen. Osorio mit einer Flanke zu Paez, die ist nicht gelungen. Mack rennt zu dem Ball. Mack schießt und macht und trifft den Pfosten. Paez ist nicht mehr der Kapitän, sondern sie können nicht mehr so gut schießen. Was ist mit denen los? Die Deutschen. Spindelig gespielt. Paez ist nicht mehr Kapitän, sondern Turmstärke 5 zu Fragezeichen. Da bin ich jetzt gespannt. 5 zu 2. 5 zu 2, da habe ich gewonnen. Habe ich doch gerockt, Leute. Leg los. Habe ich doch gerockt. Ich wollte mir Serge Gnabry holen. Warte. Mein Team, da muss ich erstmal Mittelfeld. Doch, da kann ich Serge Gnabry mir holen. Suchen. Serge Gnabry. Serge Gnabry. Die gibt's auch als LF. Oh, hier noch in Arsenal-Version. Na, ich hab so viel. Ich hab nicht so viel Geld. Da hole ich mir den in Werder Bremen-Version.
Nee, den nicht. Ich kaufe mir den jetzt in Arsenal-Version. Dann mein Team. Top-Aufstellung. Gnabry. Cool. 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 4-3-3. Cool, jetzt habe ich Gnabry. Gomez, die Davi, Kel, Julia, Luis Gustavo, Draxler, Rodriguez, Bruma, Castells, Wolscheid und noch jemand. Magpies, Gnabry, Milklin, Akye, Osorio, Machado oder Machado. Wir fangen an. Serge Gnabry ist zu den Deutschen angekommen. Spielt aber nicht so tänzelnd, wie er bei wem gespielt hat? Wie bei Arsenal. Er kommt. Serge Gnabry. Gnabry. Verschießt die Chance. Es gibt Eckball. Gnabry mit der Ecke. Zu King. King macht ihn nicht. Es steht immer noch 0-0. Mark, ich kein klasse Schuss. Der war zwar gut geschossen, aber nicht klasse. Gnabry. Serge Gnabry macht es nicht. Es war so knapp, dass der Torhüter ein Eigentor macht. Gnabry mit der Ecke zu Machado. Auch nichts Gutes. Gut gemacht von Beule. Machado. Gnabry. Serge Gnabry, was macht der da, Perez? Osorio. Mario Gomez, der hat jetzt die Riesenchance. Er hat die Riesenchance, 1-0 vor Wolfsburg in der 31. Minute. Schlecht für die Deutschen. Sie warten immer, bis Gnabry ein Tor macht. Das macht Deutschland immer. Das war jetzt schlecht. Was machen die Deutschen da? Die sind nicht sehr motiviert. Was machen sie da? Sie sagen, wir wollen in der Halbzeit noch 1-1 machen. Paez schießt die Riesenchance 1-1. Kein Kapitän mehr, sondern jetzt ist der Kapitän Tom Stärke. Jetzt müsste der Schiri eigentlich jetzt gleich abpfeifen. Dafür gibt's Foul. Gomez mit Freistoß. Das war eine Chance zu Serge Gnabry. Was macht die Abwehr da? Es ist so frei. Es ist so frei für den Stürmer. Aber er macht ihn nicht. Ein Glück. Halbzeit. Immer noch 1-1. Mack. Was war das für ein Pass? Gnabry hat nicht mal eine Chance, dahin zu gehen. Rot für Beule. Und dafür gibt's Freistoß. Nicht drin. Serge Gnabry ist jetzt nicht mehr so nervös. Aber das sieht nervös aus.
Gnabry, Serge Gnabry. Serge Gnabry. 2-1, der Held. Der Top-Transfer. Nein, Scherz, Leute, doch. Top-Transfer von Deutschland, Serge Gnabry mit dem 2-1 gegen Wolfsburg. Was machen Sie da? Die Deutschen, sie schlafen in der Abwehr. Sie schlafen. Gut von Tom Stärke. Fehlpass. Nicht gut, nicht gut. Elfer, Mario Gomez. Latte. Es war Latte. Jetzt haben sie Chance, die Deutschen. Die Deutschen, was ist mit Payet los? Er wurde gegrätscht. Payet mit dem Freistoß. Kein guter. Gnabry. Sie haben da nichts gesehen. Die Deutschen. Sie haben einfach gemacht. Was machen Sie da? Die Deutschen schlafen wieder. Sie schlafen und schlafen. 2-2, die Davi. Was ist das? Ist gar nicht gut. Serge Gnabry. Was ist heute mit den Deutschen los? Schaffen Sie es noch? Paez. Schafft es 3-2. Was für ein Spiel. Was machen die Deutschen aber? Sie schlafen in der Abwehr heute. Das Spiel ist abgepfiffen. Ja, Gnabry, nicht der Held, sondern Doppelpack Paez. Eine rote für Deutschland. Das nächste Spiel ist gegen Köln. Mache ich noch die hier. Oh, Gnabry.
Ja. Dann Markt. Verkaufen. Okay, hier gibt es so viele, die ich verkaufen kann. Jetzt habe ich